Haben Sie schon mal mit dem Kanzler über Ihre Beliebtheitswerte und seine gesprochen? Wir sind beide mit unterschiedlichen Herkunft uns beide darüber völlig im Klaren, dass das Umfragen sind und dass sie nichts zu tun haben mit unserer Zusammenarbeit. Wie läuft das denn ab, wenn man über solche Zahlen spricht? Flaxt man dann und Wir macht so ein sprechen bisschen gar nicht Witze? darüber. Nein? Nein, wir sprechen überhaupt nicht darüber, auch im Kabinett nicht. Aber in der Partei ist es ein Riesenthema und auch in den Medien. Die SZ hat Sie jüngst als Reservekanzler bezeichnet. Normalerweise gefällt das ja einem aktuellen Kanzler nicht, wenn da einer steht, der seit einem Jahr beliebter ist und der Kanzler selbst fällt immer weiter und die Debatten werden immer größer. Es gibt jetzt auch Leute, die sich aus der SPD äußern. Das kann ihm ja nicht gefallen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass ihm irgendetwas missfällt. Unsere Zusammenarbeit ist exzellent und an meiner Loyalität lasse ich keinen Zweifel aufkommen. Also kann der Kanzler sich zu 100% auf Ihre Loyalität verlassen? Ja, das kann er und das weiß er auch. Haben Wir sind Sie ihm das so gesagt? Also Sie werden nicht an seinem Stuhl das sägen? Schöne ist, das muss ich gar nicht. Er kennt mich aus meinen früheren Verwendungen in Niedersachsen und sonst wo und er weiß ganz genau, wie ich ticke. Das heißt, Sie würden niemals an seinem Stuhl sägen. Nein. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Olaf Scholz beschreiben? Wir sind völlig unterschiedliche Temperamente, das ist ja klar, aber wir haben ein sehr effektives, vertrauensvolles Arbeitsverhältnis mit schnellem Austausch, zuverlässigen Antworten. Ich kann mich über nichts beklagen, ganz im Gegenteil, es ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Aber am Ende geht es ja auch um die Frage, wie es mit der SPD weitergeht und ganz vorne voran, wie es mit dem Land weitergeht. Was ist, wenn die Beliebtheit des Kanzlers so schlecht bleibt und noch weiter runtergeht? Also erstens glaube ich das nicht, und hypothetische Fragen beantworte ich nicht. Aber bislang ist er nicht aus diesem Umfrageloch gekommen. Sie glauben, er kommt wieder nach oben? Nur wenn Sie mal sehen, wenn Sie da vor der Bundestagswahl 2021 waren die Werte der SPD lange, lange deutlich Das ist jetzt schlechter. das Standardargument, was wir seit mehreren Monaten und fast Ja, aber Jahren es hören, Herr gibt ja auch nicht viele Pistorius. andere. Also ganz ehrlich, Sie sagen's. ich sage noch mal, wir machen unsere Arbeit. Und ich finde wirklich das Erscheinungsbild der Ampel, was die Kultur des Umgangs miteinander angeht, hätte in den letzten 2 Jahren besser sein müssen. Aber die Bilanz dieser Koalition ist weit besser als das, was in der Öffentlichkeit hängen bleibt. Wir haben mehr als 60% unserer Vorhaben entweder umgesetzt oder haben sie in der Umsetzung. Dass der Umgang schlecht war, dass man daran arbeiten muss, dass das Erscheinungsbild besser werden muss und die Kommunikation der Regierung, daran haben alle gar keinen Zweifel. Und das ist auch deutlich geworden jetzt in den ersten Zusammenkünften des Kabinetts in diesem Jahr. Inwiefern? Alle wissen, dass wir den Hebel umlegen müssen und zwar schnellstens. Das tun jetzt auch alle. Was war denn anders jetzt bei den Kabinettssitzungen? Nicht bei den Kabinettssitzungen, sondern wir haben uns offen ausgetauscht darüber, was anders werden muss und das wird jetzt anders werden. Und was muss anders werden? Kabinettssitzungen wären keine Kabinettssitzungen, wenn wir sie auf dem Marktplatz austragen würden. Sie sagen zu Spekulationen oder zu solchen Spekulationen gerne auch das, was in den letzten Wochen und Medien, in den Medien diskutiert wurde. Man liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Aber wenn Partei und Fraktion Sie jetzt bitten würden, die Kanzlerschaft zu übernehmen, weil Olaf Scholz chancenlos wirkt, wäre das ja kein Verrat, sondern am Ende Dienst der Partei. Aber Herr Ronsheimer, ganz ehrlich, hypothetische Fragen, was wäre, wenn der oder die oder jenes fragen würde, sind genau das, was wir gerade Dann nicht frage ich ganz brauchen. Nein, konkret. nochmal, Olaf Scholz würde sagen, wir ich brauchen die kann. Spekulationen nicht. Ich spekuliere nicht über Personalien einer Zeit, in der wir viele Krisen zu bewältigen haben. Ein Fußballverein, um mal dieses schöne Bild zu nehmen, das täte, eine Fußballmannschaft, die gegen den Abstieg spielt, die unter Druck steht. Schmeißt häufig den Trainer Sie raus. schmeißt den Trainer vielleicht raus, aber sie wirft nicht die Systeme durcheinander. Und vor allen Dingen Aber der Trainer zerlegt wäre sie. Olaf Scholz, oder? Ja, nochmal Vorsicht. Ein guter Verein, habe ich gesagt. Ein guter Verein tut das nicht. Ein guter Verein schmeißt nicht per se den Trainer als erstes raus. Naja, bei Bayern in den Aber letzten Jahren Bayern ist auch ein Club für kein guter sich. Aber Verein. Ach Bayern so, ist ein super okay. Verein, aber ein Club für sich mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Vielleicht hinkt der Vergleich auch. Aber worum es mir geht, ist, in einer solchen Situation sich in Personalspekulationen zu verlieren, ist grundverkehrt. Olaf Scholz ist ein herausragender Kanzler, der seine Kritik einstecken muss, natürlich wie alle anderen auch. Wir sind jetzt das Team, was diese Regierung bildet. Und wir müssen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, verdammt nochmal die Aufgaben erledigen, die auf dem Tisch liegen. Und dazu hilft es gar nicht, sich in Personalspekulationen zu verlieren. Sie sprechen über Medienspekulationen, aber es gibt ja auch Zitate aus Ihrer Partei. Also wir lesen von Abgeordneten, die sich äußern und sagen, eigentlich müsste das jetzt Boris Pistorius machen. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Also ohne den Wechsel von Brandt zu Schmidt hätte Ihre Partei in den 70er und 80er Jahren wahrscheinlich nicht 13 Jahre lang regiert. Brandt ist damals
über den DDR-Spion Guillaume gestolpert, aber er stürzte auch über seine innenpolitische Schwäche. Wie heißt das so schön? Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, Herr Ronsheimer. Also wir können jetzt natürlich viele historische Vergleiche heranziehen. Das hilft uns aber in der jetzigen Situation nicht. Es sind hypothetische Diskussionen. Wir brauchen jetzt Geschlossenheit und Tatkraft. Wir haben den Krieg gegen die Ukraine. Wir haben den wir haben die Veränderung in der Bundeswehr. Wir haben die Haushaltslage. Wir haben genug Baustellen. Wir müssen uns nicht in Personalspekulationen verlieren. Die SPD steht aber aktuell bei 13-14%. Die Ampel hat keine Mehrheit. Also es kann ja auf Sie zukommen irgendwann, dieser Job. Ich sehe das nicht.